Am Mittwochnachmittag wurde in der Regierung von Niederbayern die Ausstellung Energieeffizienz zählt, neue Energiesparhäuser eröffnet. Die Ausstellung, die zugleich eine Veranstaltungsreihe rund um Energie einläutet, wurde durch Regierungsvizepräsident Dr. Helmut Graf eröffnet. Hauptperson waren jedoch die beiden prämierten Architekten Stefan Kohlmeier und Jakob Oberbriller, die ihre preisgekrönten Häuser vorstellten. Oberbriller kam eher durch Zufall auf die Idee, ein solches Gebäude zu entwerfen. Also der Bauherr ist ein sehr guter Bekannter von mir und es war erstmal so eine Rotwein-Idee am Abend. Und dann haben wir gesagt, ja, das denken wir uns jetzt weiter aus und es waren viele Gespräche am Abend. Ein solcher Bauherr muss natürlich auch dazu bereit sein, neue Wege einzuschlagen. Beispielsweise muss hier und da auf etwas verzichtet werden. Auf Verkleidungen, alle Art von Verkleidungen zum Beispiel, also oder auf dem Bodenbelag, auf dem klassischen. Es ist ja im Erdgeschoss nur die Betonbodenplatte, die beschichtet ist, aber die hat den Vorteil, dass sie fugenlos ist und dass man sehr gut pflegen kann und sie sieht auch ganz gut aus. Es merkt eigentlich keiner, dass das nur Beton ist. Wer sich jetzt mit diesem Grundgedanken angefreundet hat, der muss nur noch etwas Zeit mit einplanen. Wir haben da schon über ein Jahr geplant und ja, das geht normalerweise schon schneller, wenn man es intensiv betreiben muss, aber in dem Fall hat der Bauherr nicht gedrängt. Also es war jetzt nicht so, dass er zu einem bestimmten Termin einziehen musste und dafür war die Bauzeit aber dann sehr kurz, weil es ja ein Holzhaus ist. Anderen Voraussetzungen stand Stefan Kohlmeier gegenüber. Die Auszeichnung erhielt er für sein eigenes Zuhause. Und beim Entwurf hatte er auch gewisse Hintergedanken. In jedem Fall, also für sich selbst, man wirbt mit seinem eigenen Haus. Das heißt, man baut zum einen natürlich für sich das optimale Wohnumfeld und man baut auch so in einer Art und Weise, mit der man bestimmte Bauherren ansprechen will. Und das war bei mir auch natürlich das Thema. Auch er hat auf die klassischen Bodenbeläge verzichtet und damit in gewisser Weise die optische Perfektion übergangen. Obwohl, vielleicht gerade deshalb auch nicht. Das Thema perfekt stellt sich für mich immer so dar, dass eigentlich nichts wirklich perfekt ist. Und wenn dann irgendwas eben einen Fehler kriegt in der perfekten Oberfläche, dann ist es wirklich ein Problem. Und wenn es die Oberfläche nicht perfekt ist, sondern lebendig, dann verzeiht es Fehler viel leichter. Wenn man sich nun an die Entwürfe für ein solches Energiesparhaus macht, stellt sich doch die Frage, ist das eine andere Herausforderung und damit auch eine andere Vorfreude? Ja, eindeutig, ja. Es ist zwar energiesparendes Bauen, heißt zwar, dass man mehr Energie verwenden muss, um darüber nachzudenken, was und wie mache ich es, aber es macht eindeutig mehr Spaß natürlich, klar. Na, wenn das so ist, ist es doch umso erfreulicher für alle, wenn die Energieeffizienz immer mehr in den Vordergrund rückt.